Heidi ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together Ark auf der PlayStation 4 am Cloud Server. Ja, ich begrüße euch heute schon auf diesem Bildschirm, denn ich habe so ein ganz blödes Gefühl, was Cloud und Co. mit mir so auf dem Server angestellt haben, also mit meinem Körper, der da ja eigentlich schläft. Ich habe da so eine kleine Info bekommen und ich war selbst noch drauf, ich war das letzte Mal Samstagabend drauf, wo ich die Aufnahme gemacht habe. Join fail. Kann man auch machen. Warum das? Das ist neu. Wir starten einfach noch einen Versuch. So, jetzt sollte es dann funktionieren. Aber ist egal, ich zeige euch nochmal auf meiner anderen Map ein paar Sachen, was ihr mich gefragt habt zum Thema den Cheats wegen dem Tech-Zeug. Und hoffe, ich kann euch da ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es hier losgeht. Und vielleicht ist es eine kleine Hilfe. So, folgend müsst ihr vorgehen, damit ihr mit dem Rex schießen könnt. Ihr geht in sein Inventar. Da oben habt ihr die Rex-Tech-Ausrüstung. Und hier habt ihr das Element drinnen. Ihr klickt auf das Element und dann seht ihr schon, oben der Rex leuchtet grün auf und bestätigen. Jetzt hat er 100% Energie durch Eingabe von ein Stück Element. Dann drückt ihr auf den Cursor, auf den rechten, also R3, und mit R2 schießt ihr. Ihr könnt auch anvisieren. Und so funktioniert das mit dem Rex mit Schießen. Also erst die Rüstung laden mit Element, dann rechten Cursor drücken und dann R2 zum Schießen. Mal schauen, ob ich was treffe. Oh, das war knapp. Jawohl! Nein, doch! Also. Das funktioniert ganz gut und somit sollte das auch geklärt sein. So, viele fragten auch, wie machst du das, wo bekommt man das Zeug her? Das will ich kurz noch aufklären. Damit ihr den Replikator bekommt, ihr müsst zuerst den Cheat eingeben, Give Engrams, dann habt ihr alles gelernt. Give Engrams. Geh rüber. Und jetzt seht ihr, ich habe alles gelernt mit diesem Cheat. Wie das Ganze ohne Cheat funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müsst ihr das lernen und dann müsst ihr zum Obelisken. Obelisk. Wir fliegen schnell rüber. Schnell. So, jetzt macht er das. Nur, dass wir noch ein paar Sachen aus der Welt haben. Weil ich will euch doch nicht so stehen lassen. Ich probiere eh so gut es geht, mit euch zu kommunizieren, damit ich ein paar Fragen beantworten kann, sofern ich sie weiß. Ich bin übers Ziel hinaus. Komm schon. So, hier müsst ihr hin. Bam. Zu so ein Ding. Das ist ein Obelisk. Und hier müsst ihr hin. Und dann geht ihr einfach hier rein. Wenn ihr alles gelernt habt, ist hier Strukturen und Tribute. Ist nur Tribute da, habt ihr nicht alles gelernt und ihr habt den Cheat entweder falsch eingegeben oder gar nicht eingegeben. Wenn hier Strukturen ist, dann auf Herstellen und hier ist der Replikator. Und da müsst ihr dann die ganze Rimpümpel reinschmeißen, was ihr dafür braucht. Dann könnt ihr ihn lernen, also Entschuldigung, herstellen, in euer Inventar packen und in eure Base schaffen. Das geht nur hier. Und sobald ihr den habt, könnt ihr so wie ich an der Base das Ganze dann weiter... Macht denn hier ein Karno? Hä? Hier war schon lange kein Karno mehr. Ja, jetzt ist er runtergefallen. Du dummer Karno. Wo ist er denn? Da unten ist er. Er ist ja schon tot. Okay, also. Zuerst
Engram, also Gif Engrams mit S hinten, Engrams und dann, warum gehe ich? Und dann das Ganze lernen. Also mit Gif Engrams lernt ihr das Ganze. Und dann könnt ihr auch den Replikator hier hinten herstellen und mit in eure Base nehmen. Ich bin doch schon drüber, oder? Nö. Da vorne. Man sieht noch nichts. Jetzt baut er sich auf. Okay. Also, wir haben das geklärt, wie man mit dem Rex schießt. Und wir haben auch das geklärt, hoffentlich, wie das funktioniert mit dem Herstellen vom Replikator. Okay. Das nächste Problem war noch wegen dem Drachen. Der Cheat vom Drache. Wow, was war denn das? Babyraptor hat irgendwas gefressen. Tja, ziemlich ein Zugang. Okay, der Cheat mit dem Drachen. Ich weiß, es ist blöd, wenn man den Drachen über sich entstehen lässt und dann auf Kill geht. Er verschwindet, dann ist er weg. Das war bei mir auch 2-3 Mal. Aber dann hat es funktioniert. Das ist irgendwie ganz komisch. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Wenn das nicht geht, also gar nicht geht, dann gebt bitte ein, dass ihr euch solche Gigas spawnt. Am besten 8 bis 10 Stück. Und dann lässt ihr die Brutmutter spawnen. Das ist mit Summon, Abstand halten, Spider L, klein L zusammengeschrieben, Spider L, Unterstrich Charakter, Unterstrich BP, Unterstrich C. Das ist dann die Brutmutter auf einfach und die gibt auch 10 Element. Und da könnt ihr dann mit den Gigas die Brutmutter vernichten. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber viel mehr kann ich euch da leider nicht weiterhelfen. Wie gesagt, die Cheats für richtig das Deckzeug sind noch nicht draußen. Ich kann euch nur probieren, so an Tipps zu bringen. Gut, dann weiter im normalen Programm. Viel Spaß dabei. Ich habe euch nur noch schnell geschrieben, weil wir jetzt ja auf dem Server kommen. Cool, wir haben Handschellen. Und genau das habe ich erwartet. Jetzt bin ich nur gespannt, wie wir aussehen, weil unser Cloud ist ja manchmal ein richtiger Scherzkeks. Das werden wir jetzt gleich... Nö? Ja, nö. Passt. Ist sonst normal. Und wie bekommen wir jetzt die Dinger runter? Können wir irgendetwas machen? Ist natürlich jetzt lästig, wenn man was bauen will oder was. Wirklich, wir haben den Pinkrop in meine Schränke eingepackt. Leute, ja, da kann man natürlich viel bauen. Das macht natürlich Spaß, ne? Ja, ist alles Pinkrock geschützt. Juhu, oh Freu. Gut, das heißt, wir bringen uns einfach um und können gleich mal testen, ob wir so die Handschellen abbringen. Oder wie soll das sonst gehen? Wir schlagen einfach den Biber und testen es mal. Ach, echt jetzt? Da hinten ist ein Biberbau. Vielleicht können wir an den ran. Das testen wir jetzt einfach. Ich habe noch nie mit Handschellen zu tun gehabt. Weiß ich jetzt nicht. Aber ist egal. Wir probieren es aus, indem wir einfach am Biberbau gehen. Und der Biber soll uns dann töten. Und wenn wir wieder spawnen, bin ich gespannt, ob wir... Man kann echt nichts machen. Dann ertrinken wir eben. Na, ertrinken ist auch schwierig, oder? Dann ist das ganze Zeug unter Wasser. Ja gut, dann bleibt es eben unter Wasser stehen, ne? Noch am Ufer, aber wir könnten auch auf die andere Seite schwimmen, wäre vielleicht etwas schlauer. Ganz klar, wenn man sterben will, ist natürlich nichts Böses in der Nähe. Okay, wir probieren es mal hier. Irgendwo, dass wir noch gerade und gerade unter Wasser sind. Warum bucke ich mich so? Und werden dann sehen, ob es so funktioniert oder nicht. Ist ja ganz toll, was die Jungs so gute Jokes drauf haben. Aber why not? Wir lassen ihn einfach mal sterben. Dann sollte unser Zeug genau hier sein. Ich hoffe mal, dass er hier ist. Sonst bitte ich euch einmal um neues Material, meine Freunde. Komm schon, stirb, stirb, stirb. Okay.
Gut. Wir sind gestorben und schauen jetzt, ob wir ohne Handschellen spawnen. Oh mein Gott, wir haben hier viel zu viele Betten. Okay, Saris Bett. Im Bett spawnen. Und jetzt sind die Handschellen weg. Sind die Handschellen weg? Ja. Oder ist die Anfangsfrequenz immer so? Nee. Wir sind die Handschellen los. Das ist schön. Und unten ist unser Körper. Unser toter, kalter Körper. Okay. So funktioniert es also, wenn ihr Handschellen habt, könnt ihr sie so loswerden. Warum? Warum kann ich Handschellen entfernen? Warum kann ich nicht in mein Inventar? Ach, jetzt. Ach, das geht nicht, wenn er Handschellen anhat. Ah, okay. Wieder was gelernt und mein Körper gibt natürlich lecker Fleisch. Viele können es in Österreich, speziell in Tirol, gibt es das Armer-Gütesiegel und ich als Tiroler habe es natürlich drauf. Was ist denn das denn? Die Handschellen. Ja, die Handschellen. Die bekommt jetzt Cloud. Die sind auch von ihm. Warum auch nicht? Mal schauen. Er wird seinen Körper jetzt sicher versteckt haben. Schätze ich mal, aber wer anderen eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät. Und lieber Cloud, ich habe ein Grubengrabgerät. Ich muss dich nur noch finden. Hat er sich hier eingesperrt? Wo ist der Sack? Ja, der hat jetzt natürlich seinen Körper versteckt, ne? Ist ja ganz klar. Die Frage ist nur, wo? Ja, wir verschwenden jetzt die ganze Folge damit, Cloud zu suchen. Echt jetzt? Komm. Achso. Da ist die Tür. Ich dachte schon, das ist so eine Art Verlies. Oh mein Gott. Ja, wo könnte Cloud liegen? Er hat eine zweite Tür? Hä? Ich sehe ihn nicht. Er ist aber, glaube ich, auch nicht online, oder? Nö, ist er nicht. Ja, der wird sich schon in seinen Zweitunterschlupf verkrochen haben, weil er weiß, dass ihm sonst Böses zueilen wird. Aber gut. Was? Oh mein Gott? Was heißt oh mein Gott? Okay, das ist oh mein Gott. Schön. Ja, nee, im Bobby lege ich sie nicht an. Denn das war ganz fix der Cloud. Okay, was ich eigentlich machen wollte. Erstens, ich wollte mir meine Rüstung wieder anziehen. Zack, 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 zack. Haare schneiden. Machen wir ein anderes Mal. Und wir haben eine Feldflasche bekommen. Das ist ja cool. Jetzt schauen wir mal, ob wir die da füllen können. Oder ob wir da zur Wasserleitung müssen. Nö. Jetzt sollte sie voll sein. Cool. Wir haben auch ein Level Up. So. Wir machen noch auf Gesundheit. Wir müssen länger leben können. Lalalala. Gesundheit. Ja, lernen tue ich jetzt mal nichts. Und wir brauchen Stein. Ja, ich weiß, Farmen okay, aber ich glaube, die Folge ist sowieso gleich vorbei. Ich habe euch ja noch das ganze Tech-Zeug gerade gezeigt. Und ja, oh Leute, das Tech-Zeug, die Aufnahmen. Ich habe noch nie was mit Cheats am Hut gehabt und dann ist das richtig... Was war denn das? Ach so, sein Schwanz. Dann ist das richtig übel, wenn du auf einmal vor diesen Problemen stehst, so... Wie geht das? Das ist richtig grausig. Weil du hast einfach keinen... Falsch? Juhu! Er ist cool. Er gefällt mir. Du hast einfach keinen Plan, wie das ganze Gecheatte abgeht. Also ich zum... Ah, da unten ist kein Stein. Dann gehen wir darauf. Ich zumindest habe da keinen Plan damit. Und ja. Deshalb waren die letzten Tage für mich Horror. Und ich war auch schon so weit, dass ich fast das ganze Projekt mit dem Video aufgegeben hätte. Weil ich kann es auch gar nicht sagen. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich etwas machen will. Und es funktioniert nicht. Und bis man da drauf kommt, dass man dann andere Sachen ercheaten muss, dass man das und das Material bekommt. Oh Leute, das war so schräg. Das war richtig schräg. Ich
Boah, ich war kurz vorm Ausrasten. Gut, unser Freund hat ein Level up. Das ist mir jetzt gerade eigentlich Schnuppe und er hat keine Ausdauer mehr. Wir nutzen die Zeit und geben ihm mal etwas mehr Tragkraft. Ah ja, er legt sich auf mich drauf. Das ist schön. Er macht es süß. Das passt schon. Er süß, der darf das. Gibt es da irgendwo noch einen Stein? Und haben die alle T-Rex von entfernt? I hope so. Sonst haben wir ein Problemchen. Aber ich glaube, das sollte jetzt alles weg sein von den Viechern. Oh Leute, da ist... Da liegt einer. Wer liegt denn da? Ja, wer bist denn du? Wer bist du? Joe? Joe. Da liegt irgendein Joe. Why not? Ah, da haben wir Stein. Das ist cool. Ja, wir sammeln jetzt ein bisschen Stein. Sorry, heute wirklich passiert nichts mehr Spannendes. Aber ich muss natürlich etwas sammeln, um euch wieder tolle Folgen präsentieren zu können. Und das wird wieder ab morgen passieren. Ich werde die Nacht ordentlich noch etwas zustande bringen. Hoffe ich mal. Aber das sehen wir eh morgen. Wir sammeln jetzt noch Stein, bis der Kleine überladen ist. Und ich... Ah, ich habe da so ein blödes Gefühl. Ich hasse es einfach, wenn ich einen Dino habe, den nicht ich gezähmt habe. Dann habe ich immer so das Gefühl, das ist auch nicht meiner. Auch ich weiß, er gehört den Stamm und jeder vom Stamm kann ihn hernehmen, bla 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 blub. Aber ihr kennt es sicher auch. Das ist das gleiche, wenn ihr mit einem Auto fährt, das nicht euch gehört. So. Jetzt ist das Ding relativ langsam. Das bedeutet, wir schnappen uns ein bisschen Stein und ein bisschen Holz und können dann eigentlich... Was fehlt uns? Boah, so viel Holz. Okay, wir machen uns langsam auf den Weg. Gut, ich glaube, die Zeit ist jetzt auch schon vorbei. Entschuldigung, mit den ganzen Hergewarte, bis ich auf den Server komme, habe ich mein komplettes Zeitgefühl vergessen und jetzt kann ich nicht sagen, wie lange schon die Folge dauert. Aber auf jeden Fall, morgen wird es wieder spannender. Heute war nicht exig. Ich wollte euch nur dabei... Er muss kacken. Ich wollte euch nur dabei haben, wenn ihr wieder auf dem Server spawnet, dass ihr auch seht, was der gute Cloud so alles treibt, wenn ich gerade nicht da bin. Und ja, gut. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Freut mich, dass ihr alle zugeschaut habt. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.